Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth, das Savior Mod, und irgendwie ist auf meinem Controller gerade irgendwas Klebriges. Erstmal probieren. Schmeckt zitronig. Hä? Ja, ich denke einfach mal, das ist Monster Energy, was auch immer. Auf jeden Fall sind wir Real Platinum Gott. Yay, wir haben es endlich geschafft, wir haben den Gottheit gefunden und können jetzt endlich spielen, wie wir wollen. Wir spielen einfach nochmal random und jetzt können wir endlich... Ja, wie gesagt, spielen wie wir wollen. Wir kriegen Adam. Oh nein. Oh nein, das ist doch wieder... Ah ne, da geht sogar. Okay, Adam ist sogar cool. Adam ist super geil sogar. Und wir können jetzt endlich die ganzen Devil Deals mitnehmen. Was super geil ist. Und Adam ist sowieso übel zu OP. Weil der halt einfach von Anfang an diesen Nagel hat. Und dieser Nagel ist toll, weil dieser Nagel... alle sechs Räume ein blaues Herz gibt und einen stärker macht. Finde ich schon ganz schön fresh und deswegen ist er auch ganz schön cool. Und er macht er noch stärker, der Nagel. Ja, ja. Hat gleich zwei Funktionen in einem. Das ist voll geil. So, und wir können jetzt nämlich auch die ganzen Devil Deals und so mitnehmen. Da wir jetzt... Oh. Da wir jetzt nicht mehr darauf achten müssen, dass wir irgendwie Angel Deals bekommen, das ist uns jetzt egal. Ist uns vollkommen egal. Sowas von egal. Aber sowas von egal. Und was? Der Nagel macht auch, dass man über Sachen rüberlaufen kann. Scheinbar. Okay. Ich mag Adam. Adam. Adam und Eva. Der erste Mensch der Welt. Wir spielen ja gerade den ersten Menschen der Welt, Leute. Geil. Also wenn ihr Fragen an ihn habt, dann stellt sie jetzt. Ob er antwortet, ist eine andere Frage. So. Auf jeden Fall werden wir jetzt einfach nochmal versuchen, in dieser Mod unseren Winstrack ein bisschen höher zu treiben. Einfach so zu spielen, wie wir wollen. Endlich mal. Und ja. Sonst halt noch kurz die Challenges alle beenden. Beziehungsweise die, die ich irgendwie machen möchte. Ich werde nicht alle spielen. Aber ein, zwei mache ich dann noch. Und dann können wir auch gleich schon zu der God-Mode-Challenge. God-Mode? God-Mode-Mod. God-Mode-Mod, ja. Ich glaube, die heißt God-Mode. In die God-Mode-Mod können wir dann überwechseln. Die ist dann nochmal ein Stück schwerer. Und dann schauen wir, was da so abgeht. Genau. So der Plan. Aha, eine Münze. Meine Münze, um genau zu sein. Okay, dann Babschabusch. Hallo Busch, bist du ein kleines Herzchen? Oh, da gibt's dann... Bei diesem Herz gibt's nicht mal eine Animation. Oh. So. Adam versus Herz. Gibt's da nicht. Das ist ein bisschen traurig. Wie viel Schaden machen wir damit? Drei. Okay, wir machen drei Schaden, wenn wir den Nagel einsetzen. So. Und irgendwie hat das Herz hier gerade das Ding verglitscht. Haben wir befreit. Nett wie wir sind. Autsch. So, ironischerweise habe ich den Gottheit an einem Donnerstag gefunden. Das darf eigentlich nicht sein. Das ist physikalisch eigentlich unmöglich, aber naja. Kann man nichts gegen tun. Wir kriegen auf jeden Fall ein HP-Upgrade. Was ich sehr gut finde. Und dann können wir gar nicht mehr machen. Gehen wir in die nächste Ebene. Yay. Easy. Easy, easy, easy peasy. Easy, easy, easy cheesy. Oh nee. Wir haben diesen doofen Curse. Curse of the Labyrinth haben wir. Wow. Ich bin gut heute. Krass. Oh Gott, was? Da wehe, das lohnt sich nicht. War gut. Wenn ich jetzt raus und wieder reingehe, ist die Kiste dann rot? Man wird es nie erfahren. Ist aber gut möglich. Warte, ich sammle das einmal kurz ein. Einfach so, damit wir es nicht nochmal bekommen. Na, ob sich das jetzt gelohnt hat, ich weiß ja nicht. Solange wir kein Leben verlieren, ist sowieso alles okay. Komischer Raum. Egal. Okay, warum nicht? Vielleicht kriegen wir ein bisschen Geld daraus. Oh. Child's Heart. Könnte man an sich mitnehmen. Ach nö. Nee, nee. Aber jetzt können wir wenigstens noch in den Shop hier rein. In den Shop. Ich kann heute echt nicht reden, oder? Ich hab's heute mit den Namen. In den Challenge-Raum können wir rein. So. Pin. 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 Hi, Pin. Na, Pin. Alles gut bei dir? Wieso habe ich eigentlich meinen Nagel nicht voll? Ich hätte mal meinen Nagel voll machen sollen, bevor ich hier reingehe. So. Habe ich aber nicht dran gedacht.
Jetzt muss ich den mit einem... Ne, okay, zwei. Mit zwei Strichen besiegen. Aber wenigstens Grinspin. Und das ist ansteckend. Jetzt muss ich auch kichern. Ah, Pin ist schon süß. Ich mag Pin. Das einzig Schade ist halt, dass er sich nicht mehr selbst in die Luft springen kann. So wie beim alten Isaac. Stimmt, wir könnten doch mal das alte Isaac mal wieder spielen. So für eine Runde oder so. Hätte bestimmt auch was. So die... Die ganzen Veränderungen mal rausspielen. Keine Ahnung. Einfach mal wieder reingucken. Als Anekdote. So. Danke. Der sollte auch fast tot sein. Jo. Und kriegen natürlich noch eine rote Kiste mit einem Gabi-Item drin. Fast. War schon fast gut. Aber nur fast. Oh Gott. Oh. Gut, wir sind gleich tot. YOLO. Egal. Fast ist ja noch nicht tot. Was noch nicht ist, kann ja noch werden. Und Joker? Du auf Diamonds. Okay, wir können auf jeden Fall in den Shop reingucken. Oh Gott, der zieht bestimmt. Ja, der zieht. Hä? Der hat nur ein halbes Leben abgezogen. Das war doch eine Special-Version. Egal, wir nehmen mal die Curved Horns mit. Dann haben wir jetzt drei Schaden von Anfang an ohne den Nagel. Und ich verliere gerade wieder viel zu viele Leben. Das ist nicht cool. Okay, wir müssen schnell mal in den Shop rein. Und hoffen, dass es da vielleicht ein blaues Herz gibt oder sowas. Das wäre schon ganz cool eigentlich. Da ist der Shop. Wir haben allerdings nur einen Schlüssel. Hm. Egal, müssen wir trotzdem machen. Vielleicht gibt es ja im Shop auch noch einen Schlüssel. Dann kaufen wir uns den auch noch. So. Wir als kleiner Adam. Ja, okay. Ein blaues Herz ist hier zumindest. Allerdings langt das Geld nicht. Ich spreng das Ding hier mal in die Luft. Zwei Münzen nur. Wenn wir jetzt verdoppeln. Doch, das langt auf jeden Fall. Ja. Mussten wir den Schlüssel... Hä? Hatten wir nicht nur einen Schlüssel? Was auch immer, wir holen uns noch einen Schlüssel. Hä? Wir mussten doch eben einen Schlüssel einsetzen. Ich dachte, wir hätten nur einen. Ach, was auch immer. Ist egal. Jetzt haben wir zwei. Auch gut. Und wir haben blaues Herz dazu bekommen. Und müssen jetzt leider... Schon wieder gegen Pin. Okay, das Spiel hat es heute mit Pin. Devil. Setzen wir gleich mal ein. Sind wir noch ein bisschen stärker. Und kriegen jetzt auf jeden Fall, egal wie oft wir getroffen werden, einen Devil-Raum. Glaube ich. Also auf jeden Fall, dieser Bucheffekt macht das ja. Und da diese Karte diesen Bucheffekt auslöst... Ja. Sollte der das eigentlich auch machen. Wir kriegen sogar ein All Stats Up und Necromonicon. Könnten wir mitnehmen. Ist aber eigentlich das Herz nicht wert, dass man dafür ausgeben müsste. Also lassen wir das liegen und gehen einfach in die nächste Ebene. Katakomben. Curse of the Darkness. Okay. So. Ich weiß nicht, wann ich den Nagel einsetzen sollte. Immer wenn er voll ist, weil der halt ein blaues Herz gibt. Oder halt in irgendwelchen schweren Räumen. Damit ich die Gegner schneller besiege. Da bin ich mir noch unsicher. Jetzt gerade setze ich das die ganze Zeit immer ein, wenn es halt gerade voll ist, damit ich halt das Herz bekomme, so schnell wie möglich. Aber ob das UA die gute Idee ist, weiß ich nicht. So. Okay, Batterie sammeln wir erst später ein, wenn unser Nagel einmal voll ist. Ich sag heute ganz schön oft Nagel. Egal. Nagel, Nagel, Nagel. Nagel, Nagel, Nagel. Wir haben zwei Bomben bekommen. Gut, Geld auch. Ich habe gerade überlegt, ob wir zwei Schlüssel hatten wegen dem Humble Bundle, aber das Humble Bundle hatten wir ja erst danach gekauft. Also kann das gar nicht sein. Da habe ich ein Leben verloren. So muss das laufen hier. Wieder richtig gut in Form. Auf jeden Fall. So. Oh, Duke of Lies. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Dinky Duke. Ach was, ich habe den sogar umbenannt. Das ist ja nice. Dass ich daran gedacht habe. Oder heißt der auch wirklich so? Duke of Lies? Nee, ne? Nee. Eigentlich ist das das. Oder doch? Ich weiß es nicht. Das ist ja eigentlich nur dieses. Fliegenbaby, ja. Heißt das auch Duke of Lies? Oh, ich weiß es nicht. Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich setze auf jeden Fall mal die Nagel ein. Da, nochmal Nagel. Ihr könnt ja mal sehen, wie oft ich Nagel heute sage. Oh, Mann, das ist bestimmt ziemlich häufig. Aber der Nagel ist ja auch toll. Ich mag den Nagel. So, nee. Bud Penny brauchen wir nicht. Was haben wir hier Schönes? Hallo.
Ein Lebensupgrade und wieder zwei Schlüssel. Vielleicht haben wir sogar Glück und da ist der Geheimraum. Jo. Dann müssen wir nicht mal ein halbes Leben opfern. Kriegen wir sogar noch Bomben. Eigentlich sehr cool. Wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben, kriegen wir auch noch eine gute Pille irgendwie. Botos-Deal. Ja, okay. Zweimal Speed Up. Was haben wir hier? Speed Down. Lieber nicht. 48 Stunden Energie. Die Pille hätte ich so gern gehabt, als ich Isaac gespielt hatte. Aber egal. Wir haben das ja jetzt auch so hinbekommen. So. Mussten zwar auch 1000 Milliarden Mal rerollen, aber haben wir jetzt endlich den Godhead. Yay. Freue ich mich immer noch drüber. So, wir haben 4 Schlüssel. Wir schauen auf jeden Fall mal hier rein. Unser Luck ist gerade mal bei einem. Von daher lohnt sich das wahrscheinlich nicht so sehr. Nee, wir kaufen einfach nur das blaue Herz und verschwinden dann hier wieder. Blaue Herzen kaufe ich immer. Ich wundere mich auch, warum ganz viele andere YouTuber, ich gucke auch bei anderen ab und zu mal rein, die kaufen komischerweise diese blauen Herzen relativ selten. Ist das wirklich so schlecht investiert, das Geld in blaue Herzen? Vielleicht denken die sich einfach, ja, ich werde eh keine Leben und blaue Herzen finde ich sowieso immer genug. Und ich bin einfach nur so schlecht, dass ich die immer brauche. Oder irgendeinen anderen Grund. Klar, man sollte vielleicht das Geld sparen, damit man sich die ganzen 15er Sachen leisten kann. Aber ich finde blaue Herzen toll. Blaue Herzen sind doch auch toll, oder? Ich finde blaue Herzen wirklich toll. Die geben Leben und Leben heißt Überleben. Und Überleben heißt länger auf der Erde sein. Länger vor Mutti flüchten. Und das ist doch das, was man sich wünscht, oder nicht? Oh, wow. Hey, eine Spinne! Sogar zwei Spinnen! Die können uns helfen. Das war die Speed-Up-Pille, oder? Die Speed-Up, ja. Speedball, Speedball, jetzt sind wir wieder glücklich. Glücklich. Seid mit mir glücklich. Leute, lacht mit mir. Lacht mit mir. Okay. Gosh. Was ist schon wieder mit mir los? Ich habe heute halt, ja, ich habe heute halt wieder den ganzen Tag nur gelernt. Die ganze Zeit irgendwelche scheiß Prüfungen gemacht. Ha, zum Glück ist das bald vorbei. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Das wird ganz toll, wenn das vorbei ist. Ganz, ganz. Oh, Lebensupgrade. Nehme ich mit. Meins. War das nicht sogar noch was anderes, außer ein Lebensupgrade, diese Stem Cells? Waren die noch ein Speed-Up oder so? Warte, das will ich jetzt nachgucken. Geht ganz schnell. Ein Augenblick. Stem Cells. Shot Speed-Up. Okay, Health Up und Shot Speed-Up. Heißt, unsere Tränen fliegen ein bisschen schneller. Aber geil. Warum auch immer so ein Ding das machen sollte. Aber gut, habe ich nichts gegeben. Hi. Hi, hi, hoi, hi, die Witzka. Und noch ein Speed-Up. Alter, wenn wir jetzt... Ah, na gut, unser Speed ist erst 3. Aber wenn wir jetzt irgendwie mal Taurus oder so finden sollten, wäre schon ein guter Start damit. Aua. Sir, hi. Oh, ein weiteres Leben für uns. Warte, haben wir volle Leben? Nee. Sehr schön. Ach so, wir haben Curse of the Lost. Wir wissen gar nicht, wie viele Leben wir haben. Was? Jetzt sind wir gleich einfach tot und kriegen nichts davon mit. Ich frag mich, wie man in dieser Ebene, wo wir gerade sind, die blauen Steine erkennt. Weil das sind ja alles nur so Stalagniten. Ja, Stalagniten. Keine Stalaktiten, weil Stalaktiten hängen. So, oh, Refund nehmen wir sehr, sehr gerne mit. The Emperor macht uns stärker. The Tower. The Moon können wir auch nochmal einsetzen für den Geheimraum. Ein Schlüssel für 3. Ja. Machen wir. Haben genug Geld. Und dann nehmen wir The Emperor nochmal mit. So. So. Sieht man hier irgendwie auf den Stein ein X? Sieht irgendein Stein anders aus? Ich habe keine Ahnung. Warte, der eine sah doch ein bisschen anders aus, oder? Gucke ich gleich nochmal nach. Wo haben wir eigentlich die Fliege her? Naja, egal. Wir haben schon 4 Schaden, ohne überhaupt irgendwas einzusetzen. Auch nicht schlecht. Hier. Der da unten links, ist der vielleicht anders? Ich weiß es nicht. Ach, ich will keine Bomben verschwenden. Oh, da. Nimm. Oh, ganz viele Leben-Upgrade. Aber ich behalte lieber meinen Schaden, würde ich sagen.
Die Hörner sind viel cooler. Was ich richtig toll fände, wäre, wenn in dem Update von Isaac auch die Trinkets angezeigt werden. Dass man die Trinkets auch irgendwie sieht. An der Figur. Oh, guck mal, da unten gibt's Zeug. Da kommen wir aber nicht ran. Also, dass wir jetzt zum Beispiel diese Hörner einfach hätten. Das fände ich cool, wenn das der Edmund mit einbauen würde. So. Okay, Speed und Ranger. Bisher nur gute Sachen bekommen, eigentlich. Finde ich ganz okay. Wie viel Schaden machen wir mit 4? Trotzdem nur. Okay, anscheinend macht der Nagel gar nicht mal so viel Damage ab. Au. Noch eine Speed-Up. Unsere vierte? Ja, unsere vierte Speed-Up-Pille schon. Die blaue Fliege nehmen wir auf jeden Fall mit. Dadurch sind unsere Fliegen alle größer und wir kriegen... Ach so, stimmt, wir kriegen die Fliege ja andauernd durch unseren Duke of Flies. Stimmt, daher. Daher kommt die Fliege immer. Und die ist jetzt einfach stärker. Ist doch schön. Und wenn wir... Ne, nur die Fliegen, ne? Ja, nur die Fliegen. Aber wenn wir Gabi werden sollten, dann wäre das extremst gut. Ja, ihr seht das schon. Die Fliege macht... Oh, mega den Schaden. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass er einen Brimstonstrahl hat. Was war das dann nochmal? So ein M? Skorpion? Virtue. Ich verwechsel das immer wieder. Virtue. Okay. Chariot. Okay. Chariot! Macht jetzt irgendwie nicht so viel Schaden. Habe ich mir cooler vorgestellt. Ich setz mal... Oh. Ups. Hä? Shit. Ich dachte, The Emperor wird uns stärker machen. The Empress macht einen stärker. The Emperor schickt einen zum Boss. Okay. Ah. Mist, jetzt habe ich den Schlüssel nicht bekommen. Jetzt habe ich den Schlüssel nicht. Also die Chance auf einen zweiten Angel-Deal ist dadurch jetzt gemindert. Beziehungsweise nicht erhöht. Obwohl, durch den Schlüssel kriegt man gar nicht öfters den Angel-Raum, oder? War das nicht so? Also ist das eigentlich egal, aber wir hätten einen Schlüssel, wir hätten einfach zum Mega-Satan gehen können. So, da haben wir volle Leben. Jetzt kann uns keiner mehr aufhalten. Keiner. Challenge up, lieber nicht. Die 4, was macht die 4? Egal. Reworld wahrscheinlich alles auf der Ebene, könnte ich mir gut vorstellen. Also alle Items auf der Ebene. Joa, nehmen wir mit. Na, na. Okay. Berkano. Companionship. Und The Emperor. Okay, wir können natürlich die Karte einsetzen. Telepathie für Dummies nehmen wir einfach mal nicht mit. Und könnten jetzt zum Boss gehen. Der noch nicht mal mit... Ja, komm. Was soll's. Best of Infamy. So, jetzt kann unsere Companionship hier mal coole Sachen machen. Hä, sind unsere... Die Spinnen sind auch größer. Diese blaue Fliege macht die Spinnen auch größer. Okay, das wusste ich nicht mal. So, holen wir uns die Batterie. Wir haben gerade ein halbes Leben verloren. Ist schon echt schlimm mit dem Boss hier. Bisschen Geld. Gerne, gerne. Oh. Ja gut, dürfen wir aber nicht mitnehmen. Ach, Tammy sad. So. Und was ich auch noch nicht getestet habe, ist mit dieser Schaufel hier mal an so ein X zu graben. Und zu gucken, ob da irgendwas unter ist. Das wollte ich auch schon seit Ewigkeiten mal machen. Aber irgendwie kam ich da noch nicht zu. So. Also wenn wir irgendwann mal diese Schaufel nochmal bekommen sollten, dann prüfen wir das auch nochmal. So, und wir brauchen auf jeden Fall noch den goldenen Raum kurz. Was ist der Gegner hier? Achso. Da, habe ich gefunden. Autsch. Yay, Virtue. Fühlt euch angefurzt.
Wow. Aber irgendwie, Adam schreit nicht. Der kriegt irgendwie, also wenn er Schaden bekommt, dann hat er keinen Sound. Ob das so gehört, weiß ich nicht. Aber Adam ist das ja sowieso gewohnt, Schmerzen zu erleiden. Ich meine, der musste einfach aus dem... Da kommen wir sogar ran. Der musste einfach aus dem Paradies raus, nur weil er einen Apfel gegessen hat. Ein Apfel. Stellt euch das mal vor. Oh, Spelunker Head. Sehr gerne. Das auch. Leben-Upgrade. Kommen wir da einfach so durch. Oh, Geld. Nehmen wir. Warte, warte. Mein Geld. So. Oh. Jetzt sehen wir, wo die ganzen Geheimräume sind. Jo, die Maske nehmen wir auf jeden Fall mit. War das was Gutes? Bad Gas. Beste. Beste Pile ever. Nehmen wir auch. Und... I can see forever. Cool. Nope. Mutti, nope. Heute nicht. So, da unten ist der Shop. Können wir auf jeden Fall auch mal reinschauen. Wir hätten ja auch umsonst reingehen können, oder? Egal. Wir kriegen Pillen. Eine Lemon Party Pille und eine I can see forever Pille. Okay. Ja. Wir waren im Shop, wir waren im goldenen Raum. Wir waren noch nicht im Supergeheimraum. Der wird aber höchstwahrscheinlich irgendwo da hinten beim Boss sein. Weil der Supergeheimraum ja meistens in der Nähe vom Boss ist. Und die Pillen müssen alle gut sein. Oh wow. Oh wow. Oh, okay, das war dumm. Lemon Party. Ja. Okay, egal. Wir haben viel zu viele Herzen. Wir hätten wirklich das Geld vorhin sparen können für die blauen Herzen. Um nochmal darauf zurückzukommen, warum man die blauen Herzen nicht kaufen sollte. Aber egal, wir haben ja trotzdem genug Geld. Ne, haben wir nicht. Aber wir kriegen genug Geld. Da, guck. Wegen dem Humble Bundle haben wir sowieso immer genug Geld. So, hier. Und wir sind irgendwie sogar ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Aber gut. Jetzt können wir endlich OP werden. Obwohl, wir haben noch nicht mal einen Devil den angenommen, oder? Nee. Haben wir nicht. Und wir sind trotzdem schon relativ gut dabei. Mit unserem Schaden. Das ist gut. Also ein Windswag von 2 sollten wir schaffen. Auf jeden Fall. Aber das liegt auch daran, dass Adam einfach... Ich finde Adam OP. Ich weiß noch nicht, ob der Windswag jetzt zählt, weil es halt die Savior-Mod ist. Weil die Charaktere dadurch vielleicht ein bisschen stärker sind. Aber... Dafür sind die Räume auch anders. Ich weiß nicht, wie man das zählen möchte, aber egal. Ob das nur im Vanilla Isaac zählt, der Windswake, oder nicht. Keine Ahnung. Es gibt ja trotzdem noch so einen Charakter wie The Lost oder so, also... Ja. Ja, so ist das. So. Da ist der Geheimraum. Mit einem Schlüssel, den wir uns auch kaufen werden. Und was haben wir Schönes im Shop? Okay, Zeug. Remote Detonator. The Battery. Pff, ja, gibt Besseres. Gibt aber auch Schlechteres. Immer positiv denken. So. 13 Bomben haben wir. Dann können wir hier sogar ein bisschen aufsprengen. Das ist doch mal eine gute Nachricht. So. Oh, da hat uns unsere Maske gerettet. Nice. Gut gemacht, Maske. Oh. Ghost Baby. Und der schwarze Lippenstift, der machen würde, dass mehr schwarze Herzen droppen würden. Card Against Humanity. Yay. Das ist übrigens auch ein Spiel. Card Against Humanity. Das gibt's wirklich. Das ist so ein Kartenspiel. Lemon Party. Ja, YOLO. Was auch immer das jetzt bringen soll. Oh, naja, zumindest ein bisschen Geld. Kann jetzt ein bisschen dauern.
Wenn Geld verdient so einfach wäre. Einfach ein bisschen Kacke durchwühlen. Und dann hat man sein Geld. Das wäre schön. So. Wir haben den Geheimraum noch, den goldenen Raum noch nicht. Den müssen wir natürlich nochmal finden. Das tut mir jetzt leid. Aber ohne gehe ich hier nicht weg. Diesen Raum mag ich jetzt schon nicht. Gib mir noch mein Geld. Oh, da war ein blauer Stein. Verdammt. Da hätte aber ja auch was Besseres drin sein können. Zum Beispiel der Stein oder sowas. Oh, wow. Wenn ich so weiterspiele, dann wird das vielleicht auch nichts mit unserem zweiten Windstrake. Zwei wäre schon ganz schön hoch. Das ist schon die Hälfte unseres maximalen Windstrakes. Oh Gott. So. Aha. Die schießen so richtig random. Ich mag die nicht. Okay, muss eine gute Pille sein. Bolz of Steel ist sogar perfekt. Gerade wo wir die ganzen Leben verloren haben. Aber wo ist denn jetzt der... Okay. Wo ist denn jetzt der goldene Raum? Für den Boss sind wir sowieso zu langsam. Ist also nicht weiter tragisch, dass wir hier jetzt noch ein bisschen länger rumeiern. Was bist du? 48 Stunden Energie. Oh, die Batterie macht, dass wir sogar das öfters aufladen. Okay, nice. Schon wieder. Speed up, noch eine Speed up. Alter, wir müssen bald so schnell sein. Noch eine Bolz of Steel, noch eine Speed up. Hä, irgendwie steigt das Speed up gar nicht. Merkwürdig, egal. So. Da ist der goldene Raum. Gut, was hast du für uns? Goldene Kisten mit... nicht so wirklich guten Zeug. The Tower, ja. Gut. Kann man machen, muss man nicht. Wow. Gut gemacht, Dizzy. Super. Egal. Wir haben hier ja noch alles Mögliche. Hier, wir haben hier noch eine 48-Stunden-Energiepille. Münzen. Okay. Machen wir doch gerne. So. Ist das auch wieder voll? Ach, das macht sogar beides voll. Nice. Eine so eine 48-Stunden Energiepille, wenn man sie nur einsetzt, macht beide Aufladungen voll für das Space-Item. Das habe ich auch noch nicht gewusst. So, nehmen wir unsere Bots of Steel mit und hallo Buddy. Na. Krieg nicht mal irgendeinen Raum. Ich glaub's ja nicht. Mutti ist heute geizig. Gibt uns nur unser Polaroid und mehr nicht. Zäh. Okay, da sind wir schon in Bomb. Hi. Hi, wow. Okay, da kam ich nicht raus. War aber meine eigene Schuld. Ach ja, wir verlieren jetzt ein Leben. Oh, oh. Oh, oh, oh. Leute. Oh, 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 oh. Da haben wir gleich verloren. Oh, oh. So, ist die Frage. Wollen wir hier rein? Nö. Ich glaube nicht. Ich glaube, da würden wir viel zu viele Leben verlieren. Viel zu viele. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Hi. Tja, ich habe eine Maske. Du kannst mich nicht treffen. Noch eine Speed-Up. Warum nicht? Welche war das jetzt? Die neunte? Die neunte Speed-Up-Pille? Eventuell war sie das. Oh, guck mal. Unser Speed ist sogar erhöht worden. Jetzt haben wir schon 4 Striche. 4. Geil. Läuft bei uns. Au. Wieso fängt das meine Maske nicht ab? Ich glaub's ja nicht. So. Wir verlieren aber gerade echt ein paar zu viele Leben. Das müssen wir ändern. Oh Gott.
Was zum... Oha. Okay, Gottmod wird auch richtig witzig. Da sind alle Räume so. Alter, also vollgepackt mit irgendwelchen Gegnern. Das kann witzig werden. Okay, der Raum hier gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Aber bevor wir hier gleich nochmal rein müssen, mache ich ihn kurz. So. Gegner, Gegner, wo bleibt ihr? Da ist einer. Ah, alles so verschachtelt hier. Wow. Hör ernst? Okay, da kriegst du eine Bombe. Extra für dich. So. Stirbt er? Nein, natürlich nicht. Haha, wir haben eine Maske. Du kannst uns nichts anhaben. Ich hätte hier vielleicht mal den Nagel einsetzen sollen. Dann hätten wir das alles kaputt trampeln können. Wäre eventuell ein bisschen schlauer gewesen. Okay. Blödes Labyrinth. So. Da haben wir zumindest den Geheimraum. Ist ja auch interesting to know, dass der hier ist. Mit nur einem komischen Gegner drin. Lässt du vielleicht irgendwas fallen? Außer Tränen? Nö. Okay, also unnötig. Unnötig. Wenn wir zweimal den Nagel einsetzen, wären wir dann doppelt so stark. Man weiß es nicht. War das gut? Das war gut. Okay. So, haben wir wieder ein paar Leben. Jetzt hätten wir eben nachgucken können, ob das so ist. Dass wenn man die Pille einsetzt. Ah, ob man dann noch stärker wird. Die Nagel. Okay, wir haben bisher noch gar keinen Schaden gemacht. Jetzt machen wir Schaden. Jetzt habe ich deine Schwachstelle erkannt. Es ist bestimmt nicht dein roter, pulsierender Schwanz. Ah, denk nicht falsch. Wehe, ihr denkt falsch. So wie ich gerade. Die. Okay, warum sieht die gelbe Spritze hier anders aus? Ich habe Angst, dass wir dann zu viel Stärke verlieren, aber an sich wäre das gar nicht mal so schlecht. Und nehme ich auf jeden Fall beides mit. Obwohl, haben wir schon Gabi-Item? Nee. Gut, dann lohnt sich das eigentlich nicht. Wir haben gerade voll viele Leben dazu bekommen. Ja, das Polarwort hätte uns dann halt mehr gebracht. Okay. Da bin ich erstmal gespannt. Okay, wir sind stärker geworden. Wir können schneller schießen. Also nicht schneller, sondern... Ja, schneller halt. Aber nicht Tears Up, sondern Shot Speed Up. Dass die Schüsse schneller fliegen. Ja gut, das war gut. Ja, die gelbe Spritze war toll. Wir sind stärker geworden. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was sich angepasst hat, aber wir sind stärker geworden. Und das ist toll. Was haben wir da? Jetzt muss ich das da echt raussprengen. Joker. Ja. Schauen wir mal rein. Brimston. Ein fucking Brimston ist hier. Was macht denn der hier? Resistance. Resistance und Brimston, ja? Resistance und Brimston. Ist die Frage, ob ich den Brimston wirklich haben will. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Naja, egal. Wie viel Schaden machen wir? Wir machen sehr viel Schaden. Wie schnell lädt sich das auf? Oh, könnte schneller sein. Na, geht aber eigentlich. Ah, nee, ein bisschen zum... Eine Sekunde schneller wäre schon schön. Also wir müssen irgendwie nochmal einen Tears-Up finden. Aber unser Schaden ist jetzt enorm geil. Ja! Und wenn wir jetzt Tammys Head von vorhin nochmal gehabt hätten, dann wäre das sowieso Traum-Kombo Nummer 1. Naja, vielleicht
Doch, Nummer 1. Ja, Nummer 1. Auf jeden Fall. Wow. Sperrt er sich halt selber ein. Ist halt voll Idiot. Okay. Finde ich aber cool, dass es immer wieder neue Raumstrukturen hier gibt, die ich noch gar nicht kannte. Finde ich immer schön. So. Oha. Oha, oha. Was geht ab mit diesem Raum? Okay, ja, krass. Hier, spürt mein Messer. Du willst auch mein Messer spüren? Da hast du mein Messer. So, wir haben auf jeden Fall eine Resistance. Das heißt, das können wir auch sehr gut einsetzen. So, genug. Bomben haben wir auch. Wir können die auch einfach wegtrampeln. Lemon Party. Bringt uns alles nix. Nee. Aber wir müssten noch irgendwie unser eines rotes Herz loswerden. Das wäre ganz schön. Weil dann würden wir auf jeden Fall jedes Mal einen... Was? Ein Schild bekommen. Von dem Polaroid. So. Funktioniert hier eigentlich noch dieser Bug? Nee, ne? Doch! Warte, was? Hä? Funktioniert dieser Brimson-Bug immer noch? Muss ich gleich mal ausprobieren. Ich weiß es nicht. Weil beim alten Isaac, da gab es da so einen komischen Brimson-Bug. Nee, anscheinend. Nö. Ich glaube nicht. Oder ich mache ihn gerade falsch. Kann auch sein. So. Vielleicht ein Gabi-Item. Goathead! Yay! Du bist auch überhaupt nicht zu spät. Ah, okay. Noch ein Speed-Up. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ups. Wow. Die war ja randvoll, die Kiste. Nice. Die war schon vorm Platzen. Gut, dass wir sie geöffnet haben. Sonst hätte sie noch irgendjemandem wehgetan. Und stellt euch das mal vor. Wenn die Kiste jemandem wehgetan hätte. Hättet ihr das mit euch, mit eurem Gewissen vereinbaren können? Also ich nicht. Also habe ich sie lieber geöffnet und ausgenommen. So. Hä? Was auch immer. Iglis, Iglis. Jetzt kommen wir gleich wieder in den Devil Room. Das Doof ist, da wollen wir gar nicht rein, weil wir wollen in die Chest, wie immer, gegen Slam kämpfen. Oha. Oh, jetzt Gabi. Gabi und Brimson ist nämlich auch so eine Kombo, die richtig geil ist. Wäre auch ganz nice. Also entweder Gabi werden, woran ich nicht glaube, weil wir noch gar kein Gabi-Item haben. Wir werden zwar schon eins kaufen können, aber haben wir ja nicht. Von daher haben wir das nicht. Oder, was noch gut wäre, wäre Tammy's Head. Aber den zweimal zu finden, ist natürlich auch gering. Vor allem, weil wir ihn halt schon einmal aufgehoben hatten. Smooth. Sollte. Yay, wir sind einen Raum nach unten gekommen. Geil. Rote Kisten. Okay. Ah, gut. Wir haben noch die iPhone-Pilzpille gefunden. Ihr wisst, wie schlecht ich mich fühle, wenn ich die iPhone-Pilzpille nicht finde. Upsala. Von daher bin ich ganz froh, dass wir die jetzt doch noch gefunden haben. So, haben wir das auch geschafft. Kriegen wir noch irgendwas? Oh, eine Trollbombe.
Finde ich gerade ein bisschen ungewohnt, dass wir jetzt in der Chest noch nicht fliegen können. Sonst konnten wir hier fast immer fliegen, glaube ich. So, aber wir haben volle Leben und haben sogar noch ein paar blaue Herzen in Reserve. So, Hangman, da können wir fliegen, allerdings nur für einen Raum. Das wollen wir aber nicht. Sollte recht schnell sterben, Fragezeichen. Ja. Alter, wie viel einfach unsere Fliege an Schaden gemacht hat. Geldübertikuh, bringt das was? So ein Splitshot mit dem Brimsten. Wir werden es gleich erfahren. Ich denke einfach mal nicht. Egal. Ich denke ja sowieso nie. Hahaha. Hallo, Isaac. Also eigentlich will ich ein Schild haben. Aber irgendwie bekomme ich gerade keinen. Also von Virtue. Von Virtue hätte ich gerne ein Schild gehabt. Easy. So, Chest, was gibst du uns? Gibst du uns irgendwas Schönes? Die Chest gibt uns... Oh! Bullshit, aber auch Sissy Longlegs. Und sonst noch Bullshit. Egal, wir sehen zumindest die Map. Und sehen, dass der Boss höchstwahrscheinlich da ganz rechts ist irgendwo. Also laufen wir da einfach mal hin. Wir haben immer noch unsere Elgis. Elgis. Könnte ein Name sein, oder? Elgis? Elgis ist doch auch ein Name. Ja, was auch immer. Wer heißt denn Elgis, bitte? Leute, die Elgis heißen, tut mir leid. So. Irgendwie ist unser Schaden doch nicht so toll. Aber geil, wir haben jetzt den Duke of Flies. Das heißt, wir kriegen... Von dem erstmal ein paar Fliegen. Übergroße Fliegen. Und von... Oh. Sissy Longleg. Kriegen wir dazu noch ein paar Spinnen. Und wir haben schon unseren zweiten Splash Damage Item eingesammelt. Yay. So. Sag bloß, der Boss ist hier nicht. Der muss hier sein. Okay. Der muss da anscheinend doch nicht sein. Anscheinend hatte der Boss keine Lust hier zu sein. Gehe ich halt einen anderen Weg. Gehe ich halt hier unten lang. Und besiege noch ein paar Lakaien des Bosses. Aha. Du bist also seine Nummer 1 gewesen, ja? Oh, warte. 2, 4, 5. 4. Okay, aber dafür laden wir schneller auf. Ja, ich nehme Krebs mit. Krebs ist super. Ich mag Krebs. Nimm auch mit. Lass mich raus. Also, ein bisschen weniger Schaden. Dafür öfters angreifen. Und da Krebs Tradition ist, dass wir das immer mitnehmen, nehmen wir das auch diesmal mit. Finde ich gerade ein bisschen traurig, dass sie nicht gestorben sind. An dem schwarzen Herzen. Okay. Hi. Was echt? Dead's Key? Moment. Ich kann doch nicht gegen dich kämpfen. Ich muss hier erstmal alles aufsammeln. So, okay, Elgis, dein Einsatz.
Hä? Wieso müssen wir denn hier gegen das Blue Baby kämpfen? Das ändert sich also doch. Sonst mussten wir hier immer gegen... wie heißt der? Gegen The Lamp kämpfen. Das ist natürlich auch interessant. Oh, dieses Schild, das hält einfach viel zu lang. Unfassbar. Egal. Da haben wir doch noch ein paar Leben verloren. Papa Leben haben wir verloren. Aber egal, haben wir geschafft. Und Windstreak von 2. Schon mal die Hälfte von unserem maximalen Windstreak, den wir bisher hatten. Nicht schlecht, Dizzy, nicht schlecht. Jo, das war der erste One als Real Platinum God. In dem ich endlich mal wieder spielen durfte, wie ich will. Morgen dann höchstwahrscheinlich eine Challenge. Je nachdem, wie ich Lust habe. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Würde mich auch über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch dieser Part gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.